Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir haben jetzt in einer ganzen Reihe von Beiträgen uns schon spezielle Lösungen der homogenen Wellengleichung angeschaut. Und wir werden uns heute jetzt einmal mit der allgemeinen Lösung der homogenen Wellengleichung mit Anfangswerten beschäftigen. Der Ausgangspunkt dafür ist natürlich die homogene Wellengleichung, die hier nochmal hingeschrieben ist, entweder mit dem Quabler-Operator oder eben ausgeschrieben Laplace minus Epsilon μ, zweite Ableitung nach der Zeit. Und Epsilon mal μ ist nichts anderes als 1 durch die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium zum Quadrat. Und zusätzlich wollen wir jetzt eben annehmen, dass wir Anfangswerte wissen, und zwar einmal Anfangswerte für die Funktion selber, das ist das Psi 0 von R. Das ist nichts anderes als das Psi von R zum Zeitpunkt t gleich 0. Und analog Psi Punkt 0 von R, das ist die Ableitung, die erste Ableitung nach der Zeit, ausgewertet an der Stelle t gleich 0. Beide Werte seien also als Anfangs, beide Felder seien als Anfangswerte bekannt. Und die allgemeine Lösung wollen wir uns jetzt erarbeiten mit Hilfe der Fourier-Transformation dieser partiellen Differentialgleichung. Das ist eine sehr verbreitete Lösungsmethode für partielle Differentialgleichungen, die Sie vielleicht aus anderen Zusammenhängen schon kennen. Genauso wie Sie wahrscheinlich die Fourier-Transformation schon kennen, zumindest sollten Sie das. Bei der Fourier-Transformation ist es aber so, dass die immer mal wieder auch ein klein bisschen anders definiert wird, ohne dass das jetzt wirklich tragisch wäre. Aber weil das einfach so ist, hier nochmal die Definition, die wir hier jetzt also verwenden werden. Es sei also f eine Funktion aus dem R hoch n in den C hoch n, die integrierbar sein muss mindestens einmal. Und dann ist die Fourier-Transformierte von f einfach definiert als Fourier-Transformierte von f, die wir dann auch bezeichnen werden als f tilde. Und das ist einfach das Integral über den Rn f von x mal e hoch minus j x skalar multipliziert mit y dnx. Und entsprechend gibt es auch eine Rücktransformation. Das ist dann die Fourier-Transformierte der Fourier-Transformierten. Und die ist 1 durch 2 Pi hoch n, wieder das Integral über den Rn und dann eben f tilde von y und e hoch plus j x skalar multipliziert mit y dn y. Ich habe gesagt, das ist immer mal wieder anders definiert und das anders definieren bezieht sich meistens auf diesen Vorfaktor. Sie finden häufig auch Formulierungen, bei denen Sie sowohl bei der Hin- als auch bei der Rücktransformation 1 durch Wurzel 2pi und dann hoch n haben. Das ist nicht wirklich tragisch, wie Sie diesen Faktor schreiben. Wichtig ist nur, dass das Produkt dieser beiden Faktoren von Hin- und Rücktransformation eben tatsächlich 1 durch 2pi hoch n ergibt. Außerdem finden Sie Definitionsunterschiede noch manchmal in dem Vorzeichen der Exponentialfunktion, wo Sie also das Plus und wo Sie das Minus hinschreiben. Da ist auch wieder nur wichtig, dass Sie überhaupt zwei Vorzeichen haben. Also in der Hin-Transformation muss ein anderes Vorzeichen in der Exponentialfunktion sein als in der Rücktransformation. Und eine weitere Eigenart, die letztendlich auch nur eine Konvention ist, wenn eine der Variablen, die Sie hier transformieren, eben oder Variablenpaar, das Paar T, also Zeit, und Omega, also Kreisfrequenz, sein sollte,
Dann nehmen Sie jeweils das andere Vorzeichen als das, was hier steht. Das werden wir gleich sehen. Und wie gesagt, das ist auch einfach nur eine Konvention, die nicht wirklich bedeutend ist, die aber manchmal zu Irritationen führt, wenn dann eben ein anderes Vorzeichen plötzlich auftaucht. Gut, und vielleicht auch nochmal die Erinnerung daran, schauen Sie sich ruhig nochmal an, Faltungssatz, Verschiebungssatz, Darstellung der Delta-Funktion im Zusammenhang mit der Fourier-Transformierten. Ist das eine gute Sache? Wir wollen hier jetzt keine komplette Wiederholung der Fourier-Transformation leisten. Gut, also zurück zu unserem eigentlichen Problem. Das hatten wir ja eben schon auf der Folie drauf. Das ist also die Gleichung, die wir lösen wollen, zusammen mit den Anfangswerten. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, dass die Fourier-Transformierte der noch unbekannten Lösung, die sei eben Psi Tilde von K und Omega, also vierdimensionale Fourier-Transformation, drei Dimensionen für K und nochmal eine Dimension für Omega. Dann können wir ja einfach die letztendlich die Rücktransformation mal hinschreiben. Das steht hier unten und Sie sehen schnell, dass dann eben die Rücktransformation formal nichts anderes ist als eine Überlagerung von ebenen Wellen. Hier nochmal zur Erinnerung, dass hier steht minus Omega T, das ist das, was ich gerade gesagt habe, das ist die Konvention, dass für das Paar T und Omega gerade das andere Vorzeichen genommen wird, was vor der Exponentialfunktion, was im Exponenten der Exponentialfunktion steht. Hier steht für die Rücktransformation eben plus J und dann das weitere. Und deshalb nehmen wir hier minus Omega T, reine Konvention. Hier vorne ist einfach die vierdimensionale Integration und wir hatten sonst immer mal gesagt, Omega wird als größer 0 angenommen. Hier integrieren wir jetzt eben tatsächlich über den gesamten Bereich von Omega, aber auch das ist vollkommen unkompliziert und üblich. Gut, also sprich, dass wenn wir das mit Fourier-Transformation machen, dann sehen wir sofort, dass das Psi von RT dann von R und T dann eine Überlagerung ebener Wellen ist für beliebige Wellenvektoren K und für zunächst mal auch beliebige Omega. Und als kleine Nebenbemerkung sei erlaubt, Achtung, das ist eine Überlagerung von ebenen Wellen. Wir haben aber gesehen, dass selbst schon wenn wir zwei ebene Wellen überlagern, die unterschiedliche Ausbreitungsrichtungen haben, dass dann eben TE oder TM-Wellen rauskommen können und eben keine rein ebenen Wellen mehr. Und bei ebenen Wellen hätten wir eine TEM-Welle. Das also nochmal zur Bemerkung einfach eingestreut, weil wir hier beliebige Ausbreitungsrichtungen haben, ist diese Überlagerung von ebenen Wellen selber keine ebene Welle mehr. Ja, und das können wir natürlich jetzt auch in die Wellengleichung einsetzen und dabei können wir uns jetzt zugute oder ausnutzen, dass eben dadurch, dass wir es als vierdimensionale Fourier-Transformierte geschrieben haben, sprich als ebene Welle geschrieben haben, können wir genau das ausnutzen, was wir bei den ebenen Wellen mit harmonischer Anregung auch schon mal ausgenutzt haben, nämlich, dass wir sowohl die räumliche Ableitung als auch die zeitliche Ableitung explizit ausführen können. Es ist nämlich Laplace EOJ von Kr minus Omega T gerade gleich minus k Quadrat mal die Exponentialfunktion und die zeitliche Zeit und bei der zeitlichen Ableitung ist es genauso, da ist es eben minus Omega Quadrat mal der Exponentialfunktion. Und damit, wenn wir dann eben in die Wellengleichung einsetzen, dann schreibt sich das letztendlich in dieser Form, dass
Ja, das wäre ja das letztendlich der Ausdruck für das Psi und oder für Quabla Psi. Und das muss aber gleich 0 sein, sprich, das ist die Wellengleichung nochmal hingeschrieben mit den explizit ausgeführten Ableitungen, also Laplace-Operator und zweifache zeitliche Ableitung explizit ausgeführt, gibt dann eben diesen algebraischen Faktor. Ja, und jetzt muss eben dieses gesamte Integral gleich 0 sein. Und da gibt es letztendlich natürlich nur die Möglichkeit, dass eben hier der Integrant, der Faktor vor der Exponentialfunktion gleich 0 ist. Und wenn jetzt die ja, zunächst mal stellen wir fest, das ist natürlich wunderbar, weil wir haben jetzt hier eine algebraische Gleichung. Wir haben angefangen mit einer Wellengleichung, mit einer partiellen Differentialgleichung und durch die Fourier-Transformation, die vierdimensionale Fourier-Transformation, haben wir jetzt nur noch eben eine äquivalente algebraische Gleichung. Und wenn wir die analysieren, könnten wir jetzt natürlich annehmen, dass die Fourier-Transformierte verschwindet. Das würde uns aber auch bei der Rücktransformation eben nur auf die triviale Lösung führen. Das wäre nicht besonders hilfreich. Also ist die Konsequenz, dass wir hier wohl annehmen müssen, dass dieser Vorfaktor Omega Quadrat durch VC Quadrat minus K Quadrat gleich 0 ist. Und das liefert eine Beziehung, die wir zwischen Omega und K, die wir vorher auch schon so hatten, nämlich Omega gleich plus oder minus VC mal K. Plus minus einfach deswegen, weil wir jetzt eben auch die negativen Omegas zugelassen haben. Aber ansonsten ist das die ganz normale Beziehung zwischen der Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium und Omega und K. Also Ausbreitungsgeschwindigkeit wäre jetzt eben plus oder minus Omega durch K. Und ja, jetzt könnte man sagen, das wussten wir doch vorher schon. Ja, wir wussten es für ebene Wellen und für Kugelwellen, für die Spezialfälle, die wir untersucht haben. Aber hier die Analyse gibt nochmal eine zusätzliche Erkenntnis, nämlich dass das offensichtlich allgemeingültig ist im Kontext der homogenen Wellengleichung, die wir jetzt ja analysiert haben. Und ja, wir könnten jetzt an der Stelle mit der vierdimensionalen Transformation einfach weiterrechnen und würden auch einen Ausdruck für die allgemeine Lösung finden. Aber dadurch, dass wir jetzt eine zusätzliche Beziehung zwischen Omega und K gefunden haben, brauchen wir das gar nicht. Wir können hier jetzt tatsächlich ausnutzen, dass wir diese Beziehung haben. Und dann ist es ja auch Quatsch, dass ich zusätzlich zur Integration über den K-Raum nochmal über Omega integriere, wenn ich vorher schon weiß, dass Omega von K abhängt, also gar keine freie Variable ist. Das würde uns nur auf Ausdrücke mit irgendwelchen Delta-Funktionen führen, die letztendlich das Ganze dann auch wieder ins Dreidimensionale zurückführen. Und da ist es für das Ziel, was ich jetzt im Auge habe, nämlich auf eine ganz spezielle Form der Lösung zu kommen, ist es einfacher, nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, dann macht man eben keine vierdimensionale Fourier-Transformation, sondern nur eine dreidimensionale Fourier-Transformation. Das heißt, übrigens auch mit dem gleichen Formelbuchstaben nicht verwirren lassen. Wir werden jetzt eben die Hintransformation so schreiben, dass wir hier tatsächlich nur über den Raum integrieren, sprich, dass die Fourier-Transformierte wird jetzt nach wie vor von der Zeit abhängig sein. Ich habe das in Rot nochmal verdeutlicht. Und die Rücktransformation entsprechend eben auch. Hier steht auch auf beiden Seiten nochmal die Zeit und das Integral geht jetzt nur über den dreidimensionalen K-Raum. Und ja, wir haben ja ein Anfangswertproblem. Da liegt es nahe, dass wir eben auch die Anfangswerte transformieren. Das ist hier einfach formal mal hingeschrieben. Also das Psi 0 und das Psi Punkt 0 von R, die waren ja gegeben. Und ich kann natürlich diese auch einfach in den K-Raum transformieren, indem ich das einfach in die Hintransformation einsetze.
Erneut kann ich das Ganze jetzt in die Wellengleichung einsetzen. Dabei wird aber kein rein algebraischer Ausdruck entstehen. Warum nicht? Naja, ich habe ja t auf beiden Seiten noch stehen. Sprich, dadurch, dass ich t nicht transformiere, bleibt auch, wenn ich in die Wellengleichung einsetze, die zweifache zeitliche Ableitung noch stehen. Das kann ich algebraisch noch nicht, kann ich noch nicht explizit ausführen, weil ich in der Richtung nicht Fourier transformiert habe, in der Dimension nicht Fourier transformiert habe. Wie Sie gleich sehen werden, macht das aber überhaupt nichts, dass das noch stehen geblieben ist. Und ja, das führt uns auf ein einfaches Anfangswertproblem, nämlich damit diese Gleichung erfüllt ist, muss offensichtlich der Integrand oder das, was vor der Exponentialfunktion steht, eben verschwinden. Und das ist aber eine einfache Anfangswertaufgabe. Also hier ist eine zweifache Ableitung nach der Zeit. Das ist aber gar kein Problem. Wir wissen selbstverständlich, welche Funktionen sich nach zweifacher zeitlicher Ableitung bis auf Faktoren wieder selber reproduzieren. Das sind ja nichts anderes als die Cosinus und die Sinus. Und Sie können leicht überprüfen durch zweifaches Ableiten und Einsetzen, dass dieser Ausdruck diese Gleichung löst, also Lösung dieser Gleichung ist. Und ja, die Konstanten, die hier noch stehen, das a von k und das b von k, die müssen jetzt natürlich bestimmt werden aus der Kenntnis der Anfangswerte heraus. Sprich, wir müssen einfach auswerten, schauen uns also an, was ist denn Psi von k an der Stelle t gleich 0. Bei t gleich 0 fällt der Ausdruck mit dem Sinus weg, der Cosinus ist 1, sodass also Psi tilde von k 0 einfach a von k ist und auf der anderen Seite ist das aber vorgegeben als Psi tilde 0 von k. Sprich, a von k ist einfach Psi 0 von k. Für die Bestimmung der zweiten Konstanten müssen wir einmal ableiten und das Ganze bei t gleich 0 auswerten. Wenn ich ableite, wird im Wesentlichen aus dem Sinus der Cosinus, aus dem Cosinus der Minus Sinus. Wenn ich dann t gleich 0 einsetze, fällt der Sinusterm wieder weg, der Cosinus ist 1, sodass dann also b von k im Wesentlichen übrig bleibt. Aus der inneren Ableitung haben wir noch k mal vc, sprich die allgemeine Lösung abgeleitet nach der Zeit und t gleich 0 eingesetzt ist einfach k vc b von k. Und das ist aber vorgegeben als psi Punkt tilde 0 von k. Und damit habe ich auch b von k gefunden. Und das ist einfach dieser Ausdruck, der hier eingerahmt nochmal stimmt, steht. Also wir haben jetzt die allgemeine Lösung für Psi tilde. Wir haben auch die Konstanten a und b bestimmt. Das heißt, Psi tilde von k und t ist komplett bekannt und damit können wir natürlich auch rücktransformieren. Das heißt, wir brauchen jetzt diese bekannte Lösung für Psi tilde nur in die Rücktransformation einzusetzen und das ist hier gemacht. Und ja, wenn man das mal analysiert, hier sind halt jetzt dreidimensionale Integrale, sowohl für Psi von r und t selber als auch nochmal in den Anfangswerten Psi tilde 0 und Psi Punkt tilde 0, die ja im Integranten vorkommen. Sprich, ist alles nicht so wahnsinnig praktisch vielleicht, aber es ist bekannt. Die in den Integralen stehen jetzt wirklich nur noch hundertprozentig bekannte Werte, weil eben vorgegebene Werte. Und damit ist das, was hier steht, tatsächlich die allgemeine Lösung der homogenen Wellengleichung mit Anfangswerten. Wir können das aber noch wesentlich eleganter schreiben. Deshalb hören wir an der Stelle nicht auf, sondern machen hier weiter, um tatsächlich, nachdem wir es umgeschrieben haben, noch einige Eigenschaften leichter ablesen zu können.
Und als erstes wenden wir uns mal diesen Ausdrücken Sinus und Cosinus zu. Die sind noch ein bisschen unterschiedlich hingeschrieben. Also einmal steht hier Sinus KVC mal T durch KVC und einmal nur der Cosinus, also kein Quotient, aber wir können uns natürlich leicht überlegen, dass wir aus diesem Cosinus auch einen ähnlich aussehenden Ausdruck machen können, indem wir ausnutzen, dass die zeitliche Ableitung von Sinus KVC mal T durch KVC nichts anderes ist als Cosinus KVC mal T. Des Weiteren ist es hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, dass VC mal T interpretierbar ist. VC mal T, das ist ja eine Länge, eine Wegstrecke. Die können wir auch als R von T bezeichnen. Und was ist das? VC ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium. T ist die Zeit, die seit T gleich 0 vergangen ist. Also ist natürlich R von T, also VC mal T, nichts anderes als der Weg, den eine Wellenfront seit T gleich 0 zurückgelegt hat. Und das ist eine sehr anschauliche Interpretation, die wir gleich noch verwenden werden. Das heißt, wir können auch das VC in der Formel ersetzen durch R von T durch T. Und weiterhin, wir haben ja jetzt hier so Ausdrücke Sinus KR durch im Prinzip k mal r, die Zeit, wenn ich mit der Zeit noch erweitern würde, wäre das Sinus k mal r durch k mal r. Das ist Ihnen vielleicht auch an anderer Stelle schon untergekommen. Das ist ein Ausdruck, den man sehr gerne auch umschreibt. Sie können das auch leicht nachrechnen. Sinus kr durch kr ist nichts anderes als 1 durch 4 pi r Quadrat, also 1 durch die Oberfläche der Kugel mit Radius r und das mal integriert über die Oberfläche der Kugel mit Radius r, also kr soll die Kugel mit Radius r sein und dann einfach e hoch j kr'd2r'. Dass diese Identität stimmt, ist tatsächlich relativ schnell nachgerechnet. Sie nehmen einfach z als die Polarachse beispielsweise und schreiben dann dieses Oberflächenintegral nochmal in dieser Form, setzen das Skalarprodukt entsprechend ein, rechnen ein bisschen rum, dann sind Sie in 2, 3 Zeilen wirklich am Ziel. Braucht man jetzt nicht nochmal nachzurechnen. Aber das ist eine ganz wichtige Beziehung und wir werden jetzt eben diese Ausdrücke Sinus kr durch kr, die hier auftauchen, also erweitern mit t und dann steht ja hier Sinus kr durch kr, eben auch durch dieses Integral ausdrücken. Und man wird zunächst sagen, oh, der Ausdruck wird dadurch ja komplizierter, aber das fällt gleich eben dann im nächsten Schritt wieder in sich zusammen. Das Ganze führt dann auf die sogenannte Kirchhoffsche Lösung und zunächst setzen wir eben genau das ein, was wir eben gesagt haben. Wenn wir dann die E-Funktionen zusammenfassen, ergibt das insgesamt eben ein E hoch J K R plus R'. Hier steht das Integral über die Kugel. Hier steht das Integral, was wir sowieso schon hatten. Die Integrationen sind jetzt vertauscht worden. Und zwar deswegen, damit Sie sehen, dass hier wieder letztendlich eine Fourier-Transformierte steht. Nämlich das hier ist nichts anderes als die Fourier-Transformierte von Psi 0 von R. Genauso ist das, was hier unten in dem Klammerausdruck steht, nichts anderes als die Fourier-Transformierte von Psi Punkt von R. Sprich, wir können das Ganze umschreiben und bekommen letztendlich diesen finalen Ausdruck für die Kirchhoffsche Lösung. Das heißt, die allgemeine Lösung der homogenen Wellengleichung mit Anfangswerten Psi 0 und Psi 0
Punkt schreibt sich eben in dieser einfachen Weise, wo eben jetzt tatsächlich nur noch diese Oberflächenintegrale über die Kugeln mit Radius r. Ich habe nochmal hingeschrieben, jetzt das ist natürlich ein r von t. Mit zunehmender Zeit wird der Radius größer. Das ist ja vc mal t. Ergibt. Und diese Kugeln sind jetzt natürlich zu nehmen um den Punkt R herum. Und das R' liegt ja auf der Oberfläche der Kugel. Das heißt, das R' wäre auch jetzt eben der Vektor, der dann eben entlang der Oberfläche, auf der Oberfläche das Ganze durchläuft. Und die allgemeine Lösung zeigt übrigens auch nochmal, dass sie tatsächlich beides brauchen. Sie brauchen also die Anfangswerte von Psi, aber auch den Anfangswert, die Anfangswerte von Psi Punkt, also d Psi nach dt. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Ja, und das Ganze, diese Kirchhoffsche Lösung, die kann man tatsächlich auch geometrisch relativ leicht nochmal interpretieren. Und das ist das Schöne eigentlich an der Kirchhoffschen Lösung, dass man sie mit einer anschaulichen Interpretation nochmal verknüpfen kann. Und diese Interpretation ist letztendlich nichts anderes als das Huygensche Prinzip. Oder ich habe etwas genauer geschrieben, das Huygens-Fresnelsche Prinzip. Huygens hat das ja im 17. Jahrhundert aufgeschrieben, Fresnel dann im 18. Jahrhundert nochmal etwas erweitert. Wir sehen das auch gleich nochmal. Hier nochmal die Kirchhoffsche Lösung hingeschrieben, einfach übernommen. Und wir können uns jetzt einfach die Terme mal aus nacheinander anschauen. Also wir wollen tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt t uns das Ganze am Ort r anschauen. Das heißt, wir brauchen erstmal den Ort r zu einem konkreten Zeitpunkt t. Ich habe das jetzt einfach mal t1 genannt, um klarzumachen, das ist ein konkreter Zeitpunkt, zu dem wir uns das anschauen. Und offensichtlich werten wir aus an einem Punkt R', den brauchen wir also auch. Und das, den Anfangswert, egal ob den Anfangswert selber oder die zeitliche Ableitung des Anfangswertes, den werten wir eben aus an einem Ort R plus R'. Und diese Orte R plus R', die sollen eben tatsächlich auf einer Kugel, auf der Oberfläche einer Kugel liegen. Hier bei der Darstellung ist das halt nur ein Kreis, aber Sie können sich das natürlich als Kugel vorstellen. Das ist die Kugel K von R. Die hat eben einen Radius, der eben Vc mal T1 ist. Sprich, wenn wir uns jetzt einen früheren Zeitpunkt anschauen würden, dann wäre die Kugel etwas kleiner. Für einen späteren Zeitpunkt wäre sie entsprechend größer. Aber es sind immer diese Kugeln, auf denen unser R' liegt und auf denen auch unser R plus R' liegt. Sprich, an denen das Ganze ausgewertet wird. Das heißt, wenn wir jetzt eben tatsächlich einen Anfangswert haben, Psi 0 oder Psi 0 Punkt, dann liegt der, den ich auswerte, natürlich habe ich das, ist das ja ein Feld, das ist überall gegeben, aber der mich interessiert, der liegt auf der Oberfläche dieser Kugel. Und das macht auch wirklich Sinn, weil wenn Sie sich jetzt einen dieser Punkte auf der Oberfläche dieser Kugel anschauen, hier dieser grüne, dann kann der am Ort R wirken, weil eben von ihm tatsächlich auch eine Information jetzt über die Strecke R gleich Vc mal T1 laufen konnte. Das heißt, die Information, die hier in diesem Anfangswert steckt, die braucht eben eine bestimmte Zeit, um am Punkt R anzukommen. Und diese Zeit ist eben oder dieser zum Zeitpunkt T1 wäre das eben gerade der Weg R gleich Vc mal T1, die diese Information von diesem Punkt bis zum Beobachtungspunkt zurücklegen kann. Das gilt natürlich nicht nur für diesen einen Punkt, sondern ich kann auch einen weiteren Punkt auf dieser Kugel betrachten. Auch von da wäre eben Information
in Form eines Anfangszustandes jetzt im Zeitraum T1 bis zum Beobachtungspunkt gelaufen oder eben von einem weiteren Punkt oder von noch einem Punkt. Und natürlich kann ich jetzt das machen für alle Punkte auf dieser Kugel. Das heißt, auf dieser blauen schraffierten Kugel liegen eben all die Anfangszustände, für die die Zeit T1 gerade eben richtig war, um die Information zum Beobachtungspunkt zu verlagern. Wenn ich einen späteren Zeitpunkt betrachte, müsste ich die gleiche Überlegung machen, eben für eine größere Kugel und entsprechend dann auch für größere Kugeln um den Anfangszustand herum, weil dann ist ja auch wieder mehr Zeit vergangen, die erlaubt hat, dass die Information eben zum Beobachtungspunkt transformiert wird. Und genau das ist eigentlich das, was Huygens schon im 17. Jahrhundert formuliert hat als das Huygensche Prinzip. Er hat nämlich versucht, tatsächlich die Ausbreitung von Wellenfronten zu erklären. Die Wellendarstellung von Licht war damals noch ganz, ganz jung und hoch umstritten. Er hat also gesagt, naja gut, wenn ich aber annehme, dass an jedem Punkt einer Wellenfront, wenn jeder Punkt einer Wellenfront der Ausgangspunkt ist für eine Elementarwelle ist, die sich dann kugelförmig oder im zweidimensionalen kreisförmig ausbreitet und diese Elementarwellen wieder zu einer neuen Wellenfront bildet, dann kann ich tatsächlich Phänomene tatsächlich erklären. Das heißt, er hat eine Konstruktionsvorschrift für Wellenfronten gemacht. Fresnel hat das dann erweitert, weil er tatsächlich dann auch Interferenzeffekte erklären wollte und hat gesagt, naja, es reicht nicht nur, dass wir eben die Wellenfront so konstruieren, die neue Wellenfront aus der alten Wellenfront so konstruieren, sondern wir müssen tatsächlich die einzelnen Elementarwellen phasenrichtig superponieren und dadurch dann eben uns das neue Feld, die neue Wellenfront konstruieren. Ganz interessant finde ich, beide, sowohl Huygens als auch Fresnel, haben, ohne dass sie das begründen konnten, immer nur die vorwärtsgerichtete Elementarwelle betrachtet. Das heißt, sie haben gesagt, okay, wenn ich eine Wellenfront habe, die eine, in eine bestimmte Richtung sich entwickelt, dann darf ich auch die Elementarwellen nur in diese Richtung laufen lassen. In der Kirchhoffschen Lösung steckt aber tatsächlich mehr drin. Da sind ja da entwickelt sich tatsächlich der Anfangswert in alle Richtungen gleichermaßen. Das ist so ein bisschen ein Widerspruch zu der ursprünglichen Formulierung von Huygens und Fresnel. Und das ist tatsächlich erst relativ spät aufgelöst worden, zusammengebracht worden. Ich habe Ihnen dazu hier mal eine Quelle zitiert. Eine frühere habe ich auch nicht gefunden. Also das ist wirklich eine sehr späte Auflösung, erst 1991. Von David Miller, der also dann auch die rücklaufende Elementarwelle nochmal analysiert hat und dann auch zeigen konnte, dass das vollkommen konsistent eben mit dieser Kirchhoffschen Formulierung ist. Gut, ja, damit hätten wir jetzt wirklich einen wichtigen Schritt gemacht. Wir haben die allgemeine Lösung der homogenen Wellengleichung mit beliebigen Anfangsbedingungen gefunden, haben dabei eben auch gesehen, was es braucht. Es braucht eben dann tatsächlich Anfangswerte sowohl für die Wellengröße selber als auch für deren erste zeitliche Ableitung. Und wir haben mit der Kirchhoffschen Lösung einen sehr praktischen Ausdruck gefunden, der außerdem eben sich tatsächlich auch noch geometrisch sehr schön interpretieren lässt. Ja, und damit wären wir für heute auch am Ende angelangt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und verweise wie immer natürlich auf die Webseite. Bis zum nächsten Mal.